Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Ich bin's wieder, der Red, der LP, oder einfach nur Red. Und ja, wir waren hier letztens stehen geblieben nach diesem kleinen fiesen Cut. Aber hey, machen wir jetzt, wir machen jetzt einfach weiter. Wir sollen hier nämlich dieses gesichtslose, ja, dieser gesichtslosen angeblichen Gegner auf die Markierung da werfen. Das geht nämlich so. Das ist eins, also rechts, so die Umschalter, so dann bewegt. Ja, benutzen Sie die Beintaste im auffälligen Modus, um zu sprinten. Sprinten ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein flüchtendes Ziel einzuholen. Passen Sie aber auf, nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Sie könnten stolpern und zu Boden fallen. Ja. Sprinten stimmt. Und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann. Okay, drück mal die Taste 1 und lärm gegen Sie. Ey! Wollen noch zu Ende lesen? Nein. Ja, meine. Gut gemacht. Gut. Der Animus versorgt Sie mit weiteren wichtigen Informationen. Das Symbol sozialer Status gibt Ihnen Aufschluss über Ihren Zustand. Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat Sie ansieht. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. Ja. Nun wählen Sie Ihre verborgene Klinge. Ja, die versteckte Klinge, dazu sage ich noch eins gleich. Gehen Sie mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Ja, die versteckte Klinge ist eigentlich jedes Werkzeug, jedes Assassin, also das Lieblingswerkzeug jedes Assassin und das, ja, das Hauptmerkmal eigentlich eines Assassinen, abgesehen jetzt von der Kutte und der Kapuze. So geht das. Verdammt, wo bist du nur? Ich weiß, dass du hier bist. Die Leiche hat den Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten werden nun höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Provozieren Sie den Soldaten. Okay. Was wollte ich jetzt eigentlich zu dem Thema sagen? Ah ja. Halt. Boah, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Alter, egal. Ja. Ein Assassine! Beachten Sie, dass sich Ihr Status auf entdeckt verändert hat. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Ich komme näher! Wenn er so gut lebt, exzellent. Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Nee, du musst fliehen. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Ihr Status zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. So ist's recht. Verkriech dich, du Ratte! Gut gemacht. Der Soldat hat Ihre Spur verloren. Sie sind wieder anonym und können Ihr Versteck verlassen. Exzellent. Durch Anonymität füllen Sie Ihren Synchronitätsbalken und erleichtern sich Ihre Aufgaben als Assassine. Es gibt verschiedene Orte, an denen Sie sich verstecken können. Aber Sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor Sie in einem Versteck verschwinden können. So ist es. Sehen wir uns nun das Untertauchen an. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können Sie untertauchen. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Tun Sie das jetzt, um die Markierung hinter dem Soldaten zu erreichen. Alles klar. Erstaunlicherweise ist das diese
Mönch-Imitierungssache. Hier. Nur in diesem Assassin's Creed verfügbar. Oder? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich bin der Meinung, aber das ist... Nun, da Sie synchron sind, verfügen Sie über eine neue Fähigkeit. Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat Ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. Okay, wir müssen E drücken. Gut gemacht. Das Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen, folgen. Das Credo hat drei Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo befolgen. Sie haben das Tutorial erfolgreich beendet. Der stabilste Gedächtnisabschnitt wird nun geladen. Und hey, wir haben jetzt unsere... Wartet, es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Genau. Exzellenter Streich. Das Glück ist eurer Klinge hold. Nicht Glück. Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr. Er wird euch lehren zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. Ja. Tempel oder den Tempelberg geht dahin. Templer. 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 Geil. War das ein Zungenbrecher oder war das ein Zungenbrecher? Das finde ich eines der coolsten Features am Assassin's Creed. Und zwar, man hat so Parkour-ähnliche Fähigkeiten, ja. So ist das Parkour. Halt eben früher. Cooler. Und Assassin's Creed-mäßiger. Ja. Man sieht schon, es ist sehr parkourlastig. Was jetzt kein Nachteil sein muss, finde ich auch sehr geil. Muss der Schrein sein. Nein, doch nicht. Die Bundeslade. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt! Da kommt jemand! Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Massiaf kümmern. Robert de Sable. Sein Leben gehört mir. Nein! Wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair! Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auch die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch, sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Ja. Dieser Robert-Zombie, der hat mal wirklich gelebt. Also, als ich das erste Mal durchgespielt habe, ich habe von ihm fast
gehört. Ja, dann habe ich die Namen geholt und er war wirklich mal ein Templerorden. Das ist so korrekt, wirklich Templerorden. Das war halt mal der Chef der Templer. Das muss schon was heißen. Halt, Templer! Ihr seid nicht die Einzigen hier. Ah. Nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Ich ziehe fest. Vielleicht kommen wir sehr schlimme Entscheidungen. Blut. Nein, ah. Nicht! Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das Heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Das wird ihr noch zum Gefängnis werden. Männer, zu den Waffen! Tötet die Assassinen! Dieser Franzose. Ich finde den Xenophon nicht ganz Franzose eigentlich. Ich hab hier aber auch irgendwie cool. Oh nee. Ja, das finde ich eine nicht so geil. Das ist ja so gut, dass man da so öfters mal so ein bisschen abrutscht. Das ist ja auch ein bisschen realistisch gehalten. Also, das soll ja auch ein bisschen schwer sein. So. Schön an der Wand hochhackeln, das ist sehr schön. Das sieht zwar noch nicht so geil aus, aber das wird später noch. Ältere Gedächtnisabschnitte werden übersprungen. Altair, ihr seid zurück! Rauf, wie schön, euch unverletzt zu sehen, Dai. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja. Immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf euch. Ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch. So, und hier sind wir schon in der ersten Stadt, die heißt Massia. Die gab es auch mal wirklich, also ist jetzt hier wirklich so eine ausgerichtete Stadt. Bei GTA, das sind Slow. Sondern die gab es mal wirklich, aber heute ist sie nur noch eine Ruine. Und die Assassinen, die mal da gelebt haben, gab es auch wirklich, aber das war jetzt nicht hier so abgespacede. Ja, das heißt abgespaced, halt so eine Religion, die halt den Willen der Menschen schützen will, sondern gerade eher so. Bad Nazis, sondern ja, die waren halt, ja, die waren halt Meuchelmörder, die haben so viel Geld gemacht und ja, hat angeblich der Tempelorden zerstört. Hab ich irgendwo mal gelesen. Ja, erstmal, das ist sehr komfortabel. Ja. Brauche Stärke, ja, ihr soll mich ja auch noch hören können, ne? So, ich würde sagen, das war's erstmal wieder für diesen Part und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, indem wir unseren Meister besuchen. Und bis dahin, euer Red.